So, willkommen zur letzten Aufnahme heute. In Call of War. Ich hab die Nase. Ja, jetzt wieder so viele Ams hier. Ja. So, wir gehen nochmal auf die Provinz ein bisschen genauer ein. Wir haben hier nämlich noch dieses Sternchen mit einer 2. Ja? Hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen. Sternchen mit der 2 bedeutet, es gibt 2 Siegpunkte für diese Provinz. Hier zum Beispiel nur einen Siegpunkt bei Awas. 2 bei Isfahan. Oder Isfahan. Isfahan, Entschuldigung, Isfahan. Die Forschung ist fertig. Und ich habe nur ein paar Sekunden gewartet. Wir machen als nächstes tatsächlich. Ich gucke mal gleich dahin. Wir machen, glaube ich, mal Flugzeuge. Flugzeuge ist mir fast schon wichtig. Brauche auch echt lange. Und in 9 Minuten kann ich eh das nächste starten. Sehr schön. Ja. Wir. Genau, die Siegpunkte. Siegpunkte sind vonnöten, um hier die Punktzahl zu erreichen. 3.323 Punkte benötigt man hier für einen Sieg. Ja, im Moment führt Großbritannien mit 51. Im Moment brennt noch nichts auf der Welt, das heißt, hier ist auch noch kein Krieg an Tag 1. Außer Kolumbien überfällt bereits Irgendwer ist im Krieg. Oberwoltische? Meine Fresse, wo sind die denn, Obervolta? Liberia, französische Sudan. Ach, das ist da unten, das ist wahrscheinlich hier deutsche Provinz, war. Ja, das war deutsche Südwestafrika oder so ein Quatsch. Irgendwie sowas. Genau, da die Ecke. Interessiert uns nicht, die sind noch weit genug weg. Und je mehr Provinz man kontrolliert, desto näher kommen die Siegpunkte. Es gibt natürlich große Flächen, in denen fast keine Siegpunkte vorhanden sind. Ne? Hier oben sehr dünn gestreut. Hauptstädte und größere Städte, hier zum Beispiel Chanti Mansisk, wie auch immer, bringt 20 Siegpunkte. Das heißt, Hauptstädte von Ländern bringen natürlich wieder am meisten. Wenn man die einnimmt, ist klar, macht man einen großen Schritt vorwärts. So, jetzt aber mal genug geschwafelt. Unser Feldzug beginnt bald. Unsere Einheiten brauchen natürlich noch viel zu lange, um da zu sein. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, dass wir die Hauptprovinzen hier ausbauen. Wir können wieder alles markieren. Und dann sehen wir auch, wie viel wir brauchen. Ja, wir sehen zum Beispiel, dass wir Industrie Level 2 viermal ausbauen könnten. Da bräuchten wir 8000 Waren, 6000 Stahl und 30.000 Geld. Money. Wie nennt sich das? Geld. Okay, Geld. Ja. Andere Stufen gibt es noch nicht. Wir könnten das jetzt machen. Aber ich will erstmal alles durchgucken. Ja, Infrastruktur ist mir ganz wichtig. Wir knallen erstmal überall Infrastruktur rein. Das kostet uns zwar fast alles Öl und fast auch alles an anderen Sachen. Wir sind einfach fast pleite. Aber wir holen das wieder raus. Ja, so ist nicht. Wir holen das Ganze wieder raus. Jetzt können wir auch keine Komplexe mehr haben. Genau, keine Komplexe mehr bauen. Ist mir gerade fast Latte. Es geht mir auch erstmal darum, dass wir zumindest in diesen Gebieten dann die Geschwindigkeit der Einheiten erhöht haben, ja, die Bewegungsgeschwindigkeit. So, wie auch immer, wir können ja hier zumindest jetzt schon mal was bauen. Uns fehlt die Infrastruktur. Nee, warte, wen hatte ich freigeschaltet? Oh, uns fehlt die Baracke. Was für eine Kacke. Die Baracke. Was für eine Kacke. Kurz gucken. Isfahan hat aber keine Fabrik. Alles, was Fabrik hat, hier die 4. Die sind jetzt natürlich auch alle mit Bau belegt. Das ist egal, da müssen wir jetzt warten. So, die sind alle mit Bau belegt und hoffe, das gibt mir ein fettes Plus. Letztendlich. Und wird schon. Also letztendlich wird es ein fettes Plus. Ne? Also die erste Baustufe werden wir auch gar nicht sehen können. Da die Eisenbahn nämlich noch keine Neutextur. Erst ab Stufe 2 kommen hier Schienen drauf und ab Stufe 3 detailreiche Schienen, so um das zu symbolisieren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch fast eigentlich gar nichts sehen. So, das aber dazu. Hinzuzusagend ist noch. Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist toll. Es läuft. Es läuft und läuft und läuft. Läuft. Das hat da irgendwas mit den Provinzen zu tun. Irgendwas. 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 Mm.
Es war essentiell fast wichtig. Mir fällt es bestimmt irgendwann wieder ein. Bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. So, hier haben wir eigentlich nichts zu tun. Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Jetzt kommen wir ja sowieso da drauf. Es gibt in Call of War, um jetzt zum Thema Ökonomie zu kommen, gibt es kein Regler mehr für eure Ressourcen. Das heißt, wenn ihr ins Minus kommt, müsst ihr gucken, wie ihr das ausgleicht. Entweder indem ihr einen Nachbarn überfallt, wenn ihr euch das leisten könnt, um seine Ressourcen und Provinzen zu erwerben, oder ihr deaktiviert Gebäude und nehmt damit Produktions- oder militärische Einbußen in Kauf. Ja? Gleichzeitig kann man natürlich auch noch Geld verdienen hier und einkaufen. Das ist bestehend geblieben, aber ihr könnt halt nichts, keinen Einfluss mehr darauf haben auf die Verteilung, auf die Ressourcenverteilung. Ist für einen Supremacy-Aussteiger und hier Einsteiger gewöhnungsbedürftig, hatte ich auch das Problem, aber lässt sich relativ gut handhaben. Hier haben wir zum Beispiel unsere Übersicht. Wir können natürlich alles mit Gold wiederkaufen, ist klar, bla bla bla. Wir haben aber auch das Ding, dass wir uns hier einkaufen können. Es gibt zwei verschiedene Reiter, einmal den Filter für Getreide und Waren und einmal für die ganzen anderen Metalle, Öl und Materialien, also seltene Materialien. Haben wir jetzt von allem sehr wenig und die Preise sind auch schon wieder exorbitant gestiegen. Für 1332 zahlen wir 13.000. Muss ich einmal aufstoßen und sagen, das ist mir zu viel. Deshalb verdienen wir erstmal was. Wir könnten 17.000 abstoßen und bekämen dafür 90.000, ein bisschen low. Das heißt, ich gucke erstmal alle Angebote an. Habe ich noch Handel abge. Nee, habe ich nicht. Gut. Die KI ist ja manchmal sehr schnell. Was ist denn das wenigste? 4.705. Gebonkt. Gibt schon mal ein bisschen mehr Geld. Und dann können wir gucken, dass wir hier vielleicht mal, solange es noch billig ist, Metall einkaufen. Denn. Möchte gucken. Das, Moment, Turkestan war besetzt. Ne? Turkestan war besetzt. Das heißt, Maschbat bekommt eine Festung. Kostet 3000. Chabahar bekommt eine Festung. Kommen wir nochmal was. Shahedan. Pakistan ist auch besetzt. Oh, das ist scheiße. Pakistan ist besetzt. Mal nochmal eine Festung. Ich sag mal, fast keine Waren und fast kein Stahl mehr. Soll mir aber gut sein. Shiraz ist übrigens eine große Gefahr, weil es eine Ölprovinz ist. Ölprovinzen werden immer sehr angegeiert und sind begehrt. Aber gebe ich jetzt im Moment nichts aus. Dann machen wir nochmal bei Urmia ist, glaube ich, taktisch besser gelegen für einen Festungsbau. Und dann gehen wir das ganze restliche tatsächlich einmal hier aus. Haben keine Ressourcen mehr. Bei Gorgan. Ja, dann habe ich einmal circa rundum so ein bisschen Festungsbonus abgesichert. Ich denke, du bist hier unnütz. Du gehst mal dahin. Tü. Infantry Regiment. Du gehst schon mal davor und guckst mal ein bisschen, wie es da aussieht. Schon mal ein bisschen den Nebel des Krieges aufhellen. Und wir gucken mal, dass wir uns gut stellen können. A mit Schachbrett. Läuft. So. Lasset wieder meine Finger walten. Ups. Blöd, wenn das Mikrofon wieder davor hängt. Verhärtester vor allem. Verehrtester Präsident. Ach, scheiß drauf, muss jetzt passen. Ist mir ja kackegal, Rechtschreibung hier. Drauf gefallen. Furzt. So, wer ist der Präsident? Ah,
Es wird Zeit, dass sich die Völker der arabischen Welt zusammentun. Machen wir lieber einen Gedankenstrich, das kommt besser. Ja, welche die Freiheit unserer Völker bedrohen, die imperialistischen Mächte, welche die Freiheit unserer Völker bedrohen, bla bla bla. Zurückzuschlagen. Verschrieben. Alter, was habe ich denn heute für einen Verschreiber hier? Koalition vor allem, Alter. Das kommt später. Ich sehe nämlich gerade. Ich nehme mich gerade das in einer Koalition. Kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wir haben Koalitionen. Das heißt, man kann eine Koalition gründen. Und es können dann halt sich Leute bewerben. Wir machen das in diesem Fall mal. Und haben uns jetzt bei der Türkei als Koalitionspartner beworben. Das heißt, wir erhalten dann sofort, sobald wir angenommen wurden, eine komplette Übersicht. Das heißt, die Karten werden aufgedeckt, beiderseits. Wir können sehen, was da abgeht. Und, will ich mal kurz gucken, wer ist denn da drin? Italien und Frankreich sind in einer Koalition zum Beispiel. Und dann gibt es dieses kleine, nette Bildchen hier. Und ich finde das Bild aber scheiße gewählt. Ist egal, muss ich jetzt mit leben. Und, diese Länder sind dann praktisch miteinander verbündet. Koalitionen können, boah, keine Ahnung, wie viele Mitglieder können die insgesamt? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da Begrenzungen gab. Also theoretisch kann die Welt hier in eine Koalition gehen. Was ganz interessant wäre, wenn man komplett mit den Vereinigten Staaten, dass jeder bei sich bleibt, aber alle in eine Koalition gehen oder sowas. Das wäre mal cool, aber okay. Wunschdenken. So. Koalition, wir haben uns halt beworben, wenn wir angenommen werden, wie gesagt, Bündnispartner und hätten dann aus der Ecke nichts mehr zu befürchten. Jetzt habe ich halt nur noch Saudi-Arabien, was mir Sorgen macht, Turkestan und Pakistan. Das heißt, wir werden uns was ausdenken. Ich bin ja auf den Kopf gefallen. Moment, Steuerung C. Und dann Turkestan, weil Turkestan ist bisher am schwersten zu verteidigen, sag ich mal. Also mich dagegen zu verteidigen. Völker der... ich bin so ein Keck, Alter. Orientalischen Welt. Es gilt die imperialistischen Mächte, welche... um einen... So, das machen wir weg.
So, ich suche euch daher um eine Koalition, damit wir unseren Feinden entschlossen entgegentreten können. Hochachtungsvoll, bla 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 bla. So, gleichzeitig schlage ich einen waghalsigen Handel vor. Und hoffe, dass das... Und hoffe, dass das hier, Dingens ist. Ich mache nochmal was zur Sicherheit. Ich ziehe doch nochmal die... Nee, warte. Nee. Flak kommt damit hin. Hat den Sinn und Zweck. Flak-Einheiten haben trotz allem auch noch Einfluss auf Infanterie. Zum Beispiel angreifend und Verteidigung 1-0. 2 cm Flak hier übrigens. Also sie haben halt Einfluss auf den Kampf irgendwo noch. Und jeder Wert zählt zu Anfang. Es zählt echt jeder Wert. So, Forschung ist übrigens fertig. Wir haben Abfang hier gerade in Produktion. Das heißt, wir gehen hier wahrscheinlich mal auf Panzer, würde ich mal vermuten. Weil Schiffe im Moment eh noch low. Das heißt, Panzerabwehr. Infanterie muss übrigens erforscht werden, damit wir Artillerie bauen können. Finde ich immer lustig. Wir gucken uns übrigens nochmal kurz die Artillerie an. In Produktionskosten nämlich ganz gut, weil kein Öl. Dafür ansonsten eine, also mit Arbeitskraft recht teuer und Geld recht teuer. Oh, wir müssen noch so viel drauf bekommen hier. Ich mache tatsächlich dann mal die Infanterie. Habe ich jetzt tatsächlich nochmal raus. Und dann kriegen wir irgendwann schon das Problem, dass die Forschung wahrscheinlich stehen bleiben wird. Ja, einfach aus dem Grund, weil wir nur 49 als Plus kriegen. Das ist echt sau wenig. Das ist echt richtig, richtig wenig. Deswegen gehe ich, glaube ich, kurz mal einkaufen. Und riskiere einfach mal, dass wir einfach ein kleines Plus nochmal haben für die nächste Forschung. Und ja. So, wir haben jetzt unsere wichtigsten Kaukasus nicht besetzt. Ist mir also vollkommen egal. Den kann ich da als nächstes überfallen. Wir haben also unsere wichtigsten Nachbarn schon mal angeschrieben. Pakistan, bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich muss gucken, wie der sich verhält. Wenn er gleich dann hier Afghanistan einnimmt, dann würde ich auch sagen, okay, schreibe ich ihn doch lieber nochmal an. Wenn nicht, dann nicht. So, weißt du Bescheid. So. Ja, Syrien, ne? Syrien ist eigentlich auch ein leckeres Fressen. Vor allem wegen den Ölquellen. Ne? Einmal Al-Raqqa. Ach, Türkei breitet sich doch schon. Ah, okay, verstehe. Ja, er macht bereits. Alles klar. Er legt bereits los. Alles klar. Knut. Finde ich cool. Will ich nicht im Weg stehen, soll er machen. Dann können wir uns vielleicht hier den Irak irgendwie ein bisschen aufteilen. Finde ich cool. So, das auf jeden Fall dazu. Ich denke, für diese Folge war es das. So viel können wir halt nicht machen. Wir warten halt darauf, dass hier die Gebäude fertig werden. Wir könnten natürlich noch in Teheran. Können wir gar nichts. In Teheran können wir absolut gar nichts. Naja. Demnächst, morgen baue ich dann hier für Infanterie. Weiß Bescheid. Oh, schon wieder Forschung fertig. Ey, meine Fresse. Infanterie ging schnell. Habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Bin nicht drauf geachtet. So. Dann können wir allerdings hier schon auf Panzer gehen, beziehungsweise. Fast wäre mir Artillerie ganz lieb. Aber wir können nur Panzer, weil wir sonst keine Waren mehr haben. So, jetzt haben wir echt Ressourcen rausgehauen en masse. Und ich hoffe, das war der richtige Schritt. Vielleicht hätte ich auch erst mit Einheiten spammen sollen. Aber wir müssen erstmal die Einheiten freischalten. Das ist das Problem. So, von mir war es das auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin, rein, viel Spaß und wir sehen uns. Es ist voll gestreckt, weil es eigentlich immer Dienstagsfolgen sind, ne? Fällt mir gerade so ein. Das heißt, es ist jetzt schon 3 Wochen her, seitdem ich dieses hier aufgenommen habe. Boah, meine Fresse. Vielleicht mache ich es öfters. Mal gucken. Bis dahin, haut rein, habt Spaß und tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.